Wunderschönen guten Morgen, meine lieben Dieselfreunde. An dieser Stelle mal ein kleines Lebenszeichen. Ich bin hier gerade in einem, muss ich ehrlich sagen, schönen Mazda CX-60 mit diesem 3,3 Liter Dieselmotor unterwegs. Und den habe ich mal als kleinen Vorführer mit Head-Up-Display, könnt ihr das sehen? Und ansonsten vernünftiger Ausstattung. Ein schönes Auto. Der hat aber die 200 PS und Heckantrieb. Allrad brauchen wir heute nicht. Gestern auch nicht, hatten wir Nachtbrett bekommen. Und ja, also so ein schönes Auto, muss man wirklich sagen. Fahrwerk ist ein bisschen holprig, wenn du jetzt vom GLE kommst, vom Mercedes. Aber irgendwo muss ja das Geld auch bleiben. Aber ansonsten kriegst du fürs Geld wirklich ein schönes Stück Technik. Also kann man sich gefallen lassen. Ja, ich komme immer ein paar Schritte weiter. Ich musste jetzt doch nochmal alle Unterlagen, es waren glaube ich insgesamt 9 oder 10 unterschiedliche Unterlagen beim Regierungspräsidium einreichen, um den Kommissionierungsprozess zum gewerblichen Güterkraftverkehr bzw. zur EU-Lizenz starten zu können und diese Lizenz dann auch zu bekommen. Da sind wir jetzt gerade drin, das wurde gestern, also ganz frisch, in diesem Video gestartet. Ich hoffe, dass ich kriege sie dann bald. Und gleichzeitig arbeite ich, was halt jetzt diese Firma, die Transat angeht, noch am Layout des Trailers. Und werde nachher mit einer RAL-Farbtabelle, die ich mir hier mitgenommen habe, werde ich mir nochmal die Farben richtig abnehmen von der Zugmaschine, um den Trailer optimal anpassen zu können. Das mache ich mit einer Druckfirma im Norden, wie aber auch mit einer weiteren Firma, aber da erzähle ich noch nicht mal so viel davon, mit der noch so ein paar Kleinigkeiten am Trailer vorgenommen werden, damit es auch wirklich zur Zugmaschine passt und insgesamt ein schlüssiges Design dann ergibt. Also ja, da lehne ich mich noch mal ein bisschen aus dem Fenster. Und der Incognito-Modus, der ist dann vollkommen vorbei. Also das da bin ich schon von Weitem zu sehen. Eigentlich wollte ich ein bisschen Incognito fahren, aber irgendwie dachte ich mir dann auch, ach scheiß drauf. Ja. Und ich fahre jetzt erstmal das Auto abgeben, danach fahre ich nochmal kurz zum LKW, nehme die Farben ab und ja, und dann geht es nochmal ein bisschen Mittagessen. Ansonsten, Wetter ist gemischt und ja, ich kann es irgendwie kaum abwarten, jetzt endlich mal auf die Straße zu kommen. Habt zwar gut zu tun, aber ich möchte halt auch fahren. Ja, warum das Fahrzeug hier? Ja klar, ich brauche auch ein Geschäftsauto jetzt nicht, aber ein PKW nebenbei noch, weil den GLE, ich hatte so ein GE 350DE, schönes Auto als Coupé, musste ich abgeben. Der war ein Leasingfahrzeug auf eine Firma, wo ich Geschäftsführer war. Da habe ich aber die Geschäftsführerschaft abgegeben, letzten Endes die Firma auch verkauft. Und deswegen ist das Auto dann mitgegangen. Da hatte ich bei den hohen laufenden Kosten im Monat kein Interesse, das irgendwie privat zu übernehmen oder halt anderweitig jetzt in so eine junge Firma zu übernehmen. Weil ihr müsst mal schauen, wenn man eine Firma aufmacht, das Wichtigste ist, dass man die zum Laufen kriegt und alles, was so Fahrzeug-Leasing-Kosten halt für Autos sind, die nicht wirklich jetzt zum Kapital beitragen, also sprich jetzt zur Gewinnerzeugung, ja, das braucht man nicht ausgeben. Also das würde ich immer kurz halten. Kann dann nur von mir sprechen. Das sind alles so unnötige Kosten, die man mal erzeugen kann, wenn das Ding ein bisschen größer ist, wenn das richtig läuft, wenn man Sicherheit hat. Dann darf man sich auch mal vielleicht ein bisschen Luxus leisten, aber ansonsten ist das jetzt nicht unbedingt wichtig. Und das hier wird auch eher was fürs Ingenieurbüro. Also wenn es ein Mazda wird, das ist nur eine Probefahrt. Ich brauche es auch ad hoc noch gar nicht, aber es zeichnet sich halt ab, dass irgendwann mal ein neues Alltagsauto benötigt wird. Und ich dachte mir jetzt gerade, ja auch in dieser gesamtdeutschen schwierigen Situation, Wirtschaftslage, muss man jetzt nicht gleich wieder so teuer gehen, muss man nicht gleich wieder so hochpokern. Was heißt hochpokern? Aber guck dich doch mal um, es gibt noch was anderes als Audi, Mercedes, BMW. Und da ist mir irgendwann, hatte ich mal einen Bericht hier über diesen Sechszylinder gelesen oder gesehen.
Und da ist mir das halt in Erinnerung geblieben, dachte ich, Mensch, weil ich gerade gestern an so einem Mazda-Händler vorbeigefahren bin, hältst du mal an? Ja, und dann haben sie mir gleich einen zur Probefahrt mitgegeben. Wollte ich eigentlich gar nicht, wollte das Auto mir eigentlich nochmal angucken. Und aber naja, es hat jetzt nicht gestört. Ich habe ihn halt mitgenommen unter der Prämisse. Eigentlich wollten sie mir noch 2 Stunden geben, sage ich, das macht für mich keinen Sinn. Das ist dann nur ein bisschen rumfahren und das ist Zeitverschwendung. Wenn, dann will ich so ein bisschen auch mein Alltagsgeschäft mit dem Auto mit erledigen, und so habe ich ihn dann über Nacht mitbekommen. Fahre jetzt entspannt wieder rein, wechsle dann wieder zurück auf ein anderes Auto von mir und dann. Aber der Eindruck, der bleibt, ist, kann man machen. Kann man machen. Und auch im Stadtverkehr verbraucht er erstaunlich wenig Diesel. Aber ich würde wahrscheinlich, wenn ich nehmen würde mit dem großen Motor, also das heißt, das ist der gleiche Motor, nur halt statt 200, 250 PS, mehr Drehmoment natürlich, wobei man es hier nicht unbedingt vermisst, muss ich ehrlich sagen. Das Auto lädt auch zum Cruisen ein und vor allen Dingen aber Allradantrieb. Das ist da, wo ich lebe, schon nicht ganz so unwichtig, gerade wenn... Naja, wenn es geschneit hat, aber auch wegen ein paar anderer Sachen. Und Allrad ist ja auch nicht nur bei Schnee sinnvoll, sondern auch wenn es nass ist und man ein bisschen zügiger unterwegs ist, hast du also einfach mehr Traktion auf den Rädern. Und ja, ist ein bisschen warm jetzt. Könnt ihr das hören? Ja, jetzt mal wieder runter mit der Geschwindigkeit. Also der hört sich auch kernig an, also man hört die 3,3 Liter Hubraum da vorne, das ist ein rein Sechszylinder übrigens. Also ein schönes Stück Motorenbau, gefällt mir sehr gut, gefällt mir sehr gut. Und du kommst halt mit so einem hohen Hubraum, kommst halt runter auch im Verbrauch, weil er klingt sich oft aus, läuft meistens so im Stadtverkehr so um die 1000 Umdrehungen und du brauchst halt auch nicht diese hohen Einspritzdrücke dann, also das ist schon gut. Und ich würde mal dem Motor eine Entschuldigung, hohe Langlebigkeit auch anrechnen. Ja. Ansonsten so die üblichen Eindrücke von Kassel. Alles noch ein bisschen grau. Ja, ansonsten bin ich gerade dabei, mit einer RAM-Mount-Halterung versuche ich jetzt noch so ein iPad einzubauen in den MAN. Ich mache so kleine Sachen, bin ich gerade dabei, also nichts Großes im Grunde genommen, also Matratze an der Zugmaschine, dann was er nicht hat mit dem Home Sweet Home Paket, sind Kleiderhaken. Das rüstet sich gerade oben an diesem Küchenpaket nach. Da kann man das relativ einfach befestigen. Ja, ansonsten kümmere ich mich hauptsächlich ums Design des Trailers im Moment, dass es alles zueinander passt. Arrangiert, habe viel mit den Unterlagen arrangiert. Also das war vom Pontius zu Pilatus laufen. Ansonsten ja, bin ich, wie gesagt, viel im Bereich Ingenieurswesen. Ich bin ja promovierter Ingenieur noch nebenbei unterwegs. Und da wird dann einiges ineinander später fließen. Ansonsten laber ich jetzt, würde ich jetzt nur noch labern, wir sehen uns bestimmt später nochmal. So, sind wir hier mit der Wahltabelle. Und ich denke, das Telegrau, das passt ganz gut, also zumindest was ich jetzt hier an den Wahlmöglichkeiten da habe. Und der Weißton, das ist das Verkehrsweiß. Das ist auch gut, ne? Ich hoffe, es ist einigermaßen scharf. Ich mache das andere nochmal. So, das ist Telegrau. Ja, das kommt schon ganz gut. Das lassen wir so. Ansonsten schwarz ist schwarz. Da kann ich nicht so viel machen. Ja, sieht schlimm aus. Es ist richtig schmutzig, das Auto. Aber es macht momentan keinen Sinn, den zu putzen, weil er nur hier steht. Und der kriegt schon noch richtig Liebe. Das werdet ihr sehen. Und aber noch habe ich da ein bisschen Zeit. Und ja, ansonsten innen drin Kleinigkeiten gemacht. Hat jetzt auch eine Kamera. Eine, sag gleich mal, Dashcam. Das hat er mit dabei. Ja. Hoppala.
habe jetzt auch wieder mit Sport angefangen. War eine schöne Runde laufen vorgestern. Ich muss sagen, ich habe mich über Weihnachten schon, naja, weihnachtlich. Außen ein angenehmes Auto hier, der CX-60. Also muss ich sagen, kann man machen. Kann man machen. So, ich will jetzt nochmal einen Vileda holen, weil das brauche ich auf jeden Fall. Den Handstaubsauger. Mal gucken, ob die da bei Dingenskirchen was auf 12 Volt Basis haben oder 24 zum Laden. Und ich denke, da werde ich mal kurz zeittechnisch bei, ich denke, im Dez bei Mediamarkt vorbeifahren. Jetzt fahr da mal, du hast doch noch wirklich genügend Platz hier. So. Es gibt da aber da vorne Stoff hier mit seinem Reinigungsauto. Zack, war er weg. Ja. So, die letzten Meter mit diesem Auto. Ja. Meinen Handstaubsauger und so habe ich noch nicht bekommen. Dafür habe ich so eine Kleiderleiste bekommen und werde die Tage mal anbringen. Ist nicht unbedingt was für heute, da will ich noch ein paar andere Sachen haben, dass sich das auch lohnt, dann zum LKW zu fahren. Ja, ein kleines Tierchen dabei und ansonsten muss ich sagen, angenehmes, schönes Auto, CX-60, wenn das interessiert. Wird bei mir auf jeden Fall nicht gleich heute und nicht gleich morgen, aber wenn ich mal für, ich denke mal so im Laufe der nächsten Monate, dann wirklich nach dem neuen losziehe, dann kommt er auf jeden Fall in die nähere Betrachtung mit rein. Macht auf jeden Fall einen soliden, gut verarbeiteten Eindruck. Ja. Da muss ich aber nochmal schauen. Aber ich habe mir jetzt mal so ein akkubetriebenes Textilreinigungsgerät geholt. Und ich werde mal schauen, wie das dann funktioniert. Weil im LKW manche Flächen, die dürfte ich nochmal ein bisschen tiefen reinigen. Und ja, bin ich mal gespannt morgen, wie das wirkt. Beziehungsweise am Wochenende muss ich schauen, wie ich Zeit finde. Aber eigentlich wollte ich sowas schon immer mal haben. Und was ich noch bestellt habe, ist ein akkubetriebener Niederdruckreiniger mit Schaumdüse. Weil da, wo er momentan steht, ist halt schwierig Strom zu kriegen und fließendes Wasser. Und das neue Gerät hat auch einen Wassertank hinten mit dran, ein Wasserreservoir und ja, das macht sich dann insgesamt besser für mich, dass man mal so ein bisschen eine kleine Teilreinigung oder sowas dann durchführen kann. So, jetzt geht's glaube ich, ja, jetzt geht's erstmal nach Hause. Hier übrigens in Kassel hat ein neuer Truck eröffnet mit einem Truck Wash. Muss ich dann irgendwann mal ausprobieren. Ich weiß gar nicht, ob die schon offen haben. Aber der Zeitpunkt kommt bestimmt. So, von der Location her ist das gegenüber von Kercher hier oben bei SMA. So, nee, habe ich glaube ich vergessen. So, ich habe mal mein neues Gerattel hier ein bisschen ausprobiert, geht ganz gut. Ich mache mal eine Probefläche am Hümi, links und rechts, das zeige ich euch gleich nochmal mit dem Schaum. Ich darf hier auch waschen und im LKW habe ich jetzt schon mal ein klein bisschen, also das grobe kriegst du runter, habe jetzt den, naja, knapp den ganzen Tank verbraucht, den Wassertank da von diesem mobilen, der ist ganz neu, der Kärche, mit Akku und Wassertank, das heißt, du kannst du überall mitnehmen. Ich mach mal aus, brauche ich jetzt gerade nicht. Dann hast du hier so eine Schaumpistole dazu und halt Hochdruckglanze, ein bisschen runter zu kriegen. Und ja, ist halt Niederdruck mit 24 Bar. Aber hier oben erstmal vor Ort, weil ich habe jetzt hier keinen Strom, ich habe kein Wasser. Ein bisschen was runter zu kriegen, eine grobe Reinigung, ihr seht selber, da muss man nochmal anders ran, hier auch.
braucht man anderes Equipment, aber jetzt vom groben Schmutz oder so Flugschmutz runterzukriegen, geht das. Machen wir jetzt mal einen Hümi dran, um mal zu schauen, was macht der Schaum, wie sieht es vorher, nachher aus. Also ich finde, für so ein Niederdrucksystem geht das. Guckt mal hier, rechte Seite und linke Seite. Das ist noch nicht gänzlich abgewaschen, weil mir ging dann das Wasser aus. Aber ich finde, das kann sich sehen lassen. Und in der nächsten Instanz kriege ich dann, naja, da erwarte ich jetzt aber nicht so viel, aber vielleicht, naja, bringt so ein bisschen was. Moment, jetzt muss ich den Schlüssel finden. Ich gehe jetzt mal rein und mache die Tanks voll. Also nicht hier rein. Da habe ich jetzt in so ein Dampfsaugersystem, auch mobil, kommt hier wieder Akku hinten dran, geholt und da werden dann innen mal die Flächen ein bisschen abgedampft, gereinigt und so weiter, weil die sind schon ein bisschen teilweise abgegrabbelt, gerade hinten in der Schlafkabine. Und da bin ich mal gespannt. Und hier, ich glaube, das hatte ich aber schon gezeigt, da bin ich mir nicht sicher. Habe ich schon erzählt im Video? Ich glaube nicht. Nee, ne? Ja, ich war da. Go in Style. Neue Sonnenblende muss noch aufgearbeitet werden. Also ist jetzt erstmal nur ein Alu-Teil gekrümmt. Ich habe schon fast überlegt, könntest du fast ein Geschäft draus machen. Du nimmst die Form ab. Aber da habe ich kein Interesse dran, weil das ist ihr Copyright. Nimmst die Form ab und machst halt auch schön aus GFK eine. Die ist auch leichter. Und ein Tickchen. Aber jetzt habe ich die. Ich habe da keine Zeit dafür. Und ja, die wird noch ein bisschen aufgearbeitet, flexibler Lack drauf, Löcher für LEDs und so weiter kommen noch rein, vorne kommt noch Leuchtwerbung drauf und so weiter, so ein Leuchtschild, ja, alles schon eingekauft, Jumbos kommen noch, ja, so wird noch ein bisschen was, aber ich glaube, da mache ich dann ein separates Video draus. Ja, jetzt habe ich so viele Videos aufgenommen und dann waren es nur Fotos, also ich habe das jetzt mal schön eingebürstet hier. Moment, mit der Bürste hier und vorher eingeschäumt. Jetzt habe ich schon auf Hochdruck Wasser gewechselt und jetzt muss ich es einmal runterholen. Moment, muss mal wechseln. Das Ganze halt hier mit diesem tollen Gerät zusammen. Und dann wollen wir mal. Vorher war es noch ein bisschen beschlagen. Und jetzt gucken wir mal, was rauskommt. Kann sich schon sehen lassen. Das ist ein Niederdruckreiniger, mobil, ist das Ding echt gut. Ja, der Vorbesitzer scheint hier, oder Fahrer zumindest, bei mir ist der Besitzer und Fahrer eine Person, scheint sie auf die Felgenpflege nicht ganz so viel Wert gelegt zu haben. Also wir haben schon verschiedene Stellen hier, da ist so noch Bremsbelag, Bremsstaub mit drauf, hier gerade auch um die Mutterblenden und da muss ich mal gucken, wie ich das noch ein bisschen runterkriege. Scheint auch so ein Aufkleber mal drauf gewesen zu sein. Da muss ich mal rangehen. Also ich kann da nicht mit einem scharfen Schwamm rangehen, dann sind die Felgen zerkratzt. Da muss ich, glaube ich, so Klebstoff entfernen auf Zitrusbasis mal ausprobieren. Und danach einen Felgenreiniger, denke ich mal. Wie sieht es vorne aus? Boah, sieht ganz gut aus. Hier unten hatte ich, meine ich, ein paar Streifen. Hier unten, da ist noch ein bisschen was. Da muss ich auch mal mit Felgenreiniger und Zitrusreiniger rangehen. So ein bisschen Fett
und klebstofflösend. Und ansonsten kann sich sehen lassen. Sieht gut aus. Rechts war ich gestern schon ein bisschen aufgeschlossen. Hier liegt die, die Blende, aber das kommt dann irgendwann anders nochmal. Puh, die alte Blende, die geht bis hier. Ungefähr hier. Und die neue, also bis hierhin. Die neue ist dann gut 21,5 cm tiefer. Ich hätte gelesen, alles was über 2 Meter Anbauhöhe ist, ist ABE befreit. Ja, das ist von gestern. Das sind noch hier so ein bisschen so Putzspuren. Das will ich gleich nochmal mit Schwamm wegpolieren. Hier muss ich auch nochmal ran am Tank hier mit der Alublende. Das ist nicht so schön, das frisst sich dann so ein. Wenn man da rangehen kann, dann ist hier die Deppen, die den aufbereitet haben. Also das ist richtig dilettantisch. Über die Aufkleber mit dem Poliermittel drüber. Das ist, da muss ich mit einer scharfen Bürste mal, einer Plastikbürste, die zum Fingernägel reinigen, diese mal rangehen. Und ja, hier, das gefällt mir auch nicht so. Ja, so das, was dort unten drunter ist. Aber das kriegt man gut weg. Ja, da habe ich, muss ich noch ein bisschen was machen. Ja, ansonsten ist innen jetzt relativ sauber. Ich habe den ganzen Dreck hinten an der Rückwand, der ist runter. Boah, das war richtig schmierig. Das hat man dann im Sonnenlicht immer gesehen. Hier die Griffe, die waren noch locker. Das hatte ich jetzt alles nochmal festgemacht. Und ja, so ein, ach, immer mal ein bisschen was machen, pflegen, anfassen das Auto, dann lernst du es kennen und siehst halt, der braucht nochmal eine richtige Wäsche. Na, das war jetzt gestern nur so ein bisschen hier auch mit dem Poliermittel ganz furchtbar. Also der braucht nochmal eine richtige Wäsche. Und, ich bin jetzt immer mehr am LKW, jetzt habe ich auch die Zeit, muss noch langsam vorbereiten, geht bald los. Wie gesagt, Trailer ist gekauft. Der wird gerade noch ein bisschen gepimpt und aufbereitet. Soll ja auch, ne, passen. Und ja, und so lernt man das Auto so sukzessive kennen. Aber was ich brauche, ist nochmal eine richtige Einweisung. Auch außen, ich wüsste zum Beispiel nicht, vorne, ich würde es finden, aber ich wüsste es jetzt außen stehgreif nicht, wo baller ich eine Abschleppöse rein. Ich nehme mal an, dass das hier hinter diesen Blenden ist, dass die da reinkommt. Aber ich wüsste es jetzt halt nicht aus dem Stegreif und das gehört halt auch mit zu einer Einführung von so einem Auto. Und ich wüsste jetzt auch nicht genau, wo der Nebenabtrieb ist, weil der hat nochmal einen Schalter auch für Nebenabtrieb oder Antrieb besser gesagt mit 700 Newtonmeter. Wüsste ich jetzt auch nicht ganz genau, wo das jetzt ist. Natürlich hinten vermutlich am Verteilergetriebeausgang. Wobei, so ein richtiges Verteilergetriebe hat er ja nicht, hier unter der Blende irgendwo. Aber so genau ist es auch nicht. Und vielleicht, wartet mal, ja, da hatte ich jetzt schon mal auch mit Björn gesprochen, aber die konnten es nicht richtig zuordnen. Freunde, das hier, was ist denn das? Das sind auf jeden Fall, na komm her. Schraubst du drauf mit Gewinde. Was ist das? Ja, ich bin halt Amateur, ich steige erst ein. Aber vielleicht weiß es ja der eine oder andere, was das ist. Ich gehe nochmal raus, dann seht ihr es halt in der Komplettaufnahme. So und wieder rein. Ja, und ich glaube hiermit, nee, wir machen nochmal eine Innenaufnahme, wie schön sauber das jetzt ist. Leider habe ich kein richtiges Vorher-Foto gemacht. Aber das ist, das war richtig braun alles beschmiert und so hast du richtig halt von so Fettspuren von den Armen gesehen, wenn du dich da abstützt oder so und hinten dort in der Liegefläche, da war alles so richtig braun, so kaffeebraun, so Wolken und das ist alles raus hier, das ist richtig schön sauber. Ja, und da machen wir noch die Abschlussaufnahme. So, dann schauen wir mal rein. Der ganze Putzkrempel drin. Das ist dieser kleine Dampfsauger. Ah, es riecht richtig gut hier drin und das war hier unten alles wolkig. Das könnt ihr jetzt leider nicht unbedingt sehen. Also hier unten war das alles so dreckig, wolkig. Hier oben auch. Das haben wir alles rausgekriegt. Und hier hinten hier war auch
Da ist jetzt noch nass, so ein bisschen im Fleck. Aber auch da haben wir echt viel rausgekriegt. Und ja, die haben ja, glaube ich, viel mit Duftbäumen gearbeitet. Also der Fahrer, der hat hier drin geraucht. Dementsprechend hast du überall die Ablagerungen, auch das weggeputzt jetzt mittlerweile. Und jetzt riecht es wieder vernünftig. Ne? Nicht nach Duftbäumchen oder so, sondern vernünftig. Und vor allen Dingen, das sieht sauber. Das ist jetzt ist wieder richtig schön. Die Matratze, die ist gerade, ich baue mir eine neue, schneide mir eine neue. Der Bezug ist in der Tiefenreinigung und im Reinigungsservice. Und ja, dann seht ihr das hier auch mal quasi ohne Matratze, wie das aussieht. Und ich klappe es echt mal hoch. Vielleicht für diejenigen, die es so noch nicht gesehen haben. Da, schala. Und hoch. Ja, sorry für die Kameraführung. Aber so sieht das aus. Hast hier so eine Lampe, Unfalllampe. Dann hast du das, die Beleuchtung für Staufach außen, das offen. Erste Hilfe ist natürlich sehr wichtig. Dann hast du Feuerlöscher hier. Da ist der Subwoofer, die Luftleitung für den Beifahrersitz, der ist voll mit Luft und drehbar. Ja, dann hast du hier einen Kühlschrank, Abfall, hier noch so ein Fach, da habe ich Beutel und Wasser drin. Und da links ist das linke Außenstaufach, bei mir ist da ein Klimaspeicher drin für die Standklimaanlage. Ja, da unten liegt die Druckluftpistole und hier hatte der Vorbesitzer, muss mal gucken, da muss ich nochmal irgendwann ein Video mit Licht machen. Der hat hier so Schrauben drin. Wisst ihr, wofür das gewesen sein kann? Hier, hier, hier und hier. Reingedreht ist auf der anderen Seite komplementär. Also vielleicht kann sich ja der ein oder andere vorstellen, wofür das war. Aber wird alles besser. Ist halt so, wenn hier entrümpelt, aufgeräumt, gewischt, sauber gemacht wird. Und wir haben ein paar andere Sachen, die kommen noch, die werden noch verbaut. Richtige Haken hier kommen hin und die dann versetzbar sind. Sowas mache ich dann hier oben noch. Dann die Mikrowelle wird nochmal ausgebaut. Die Kaffeemaschine baue ich nochmal aus vielleicht und wird richtig tiefengereinigt. Vielleicht kommen auch neue rein, Geräte. Die Mikrowelle ist aber auf das Auto hier ausgelegt. Die würde ich dann drin lassen. Die Kaffeemaschine muss mal gucken. Vielleicht mache ich mir da eine Kapselmaschine. Einen richtigen Wasserkocher brauche ich. Vielleicht hat da der ein oder andere von euch noch eine Idee. Ja, mal gucken, wer bis hierhin guckt und aufmerksam ist. weil beim letzten Video auf manche Sachen habt ihr da gar nicht reagiert. Und wie gesagt, da suche ich noch einen richtigen Wasserkocher und dann wird das. Und ja, dann die nächsten Videos gehen dann wahrscheinlich darum, Sonnenblende, Anbauteile und so weiter. Wahrscheinlich vorher noch Abholung Trailer. Und mal gucken. Momentan ist die Entwicklung sehr schnell. Morgen kriege ich die neuen Jumbos zugeschickt. Und also Dachleuchten obendrauf, LED-Technik. Und die Papiere für den Trailer vor allen Dingen, weil den hatte ich jetzt letzte Woche dann bezahlt. Und ja, geht Schlag auf Schlag. Ne? Die Standheizung können wir mal ausmachen. Ist das? Ja, da. So, Standheizung können wir ausmachen. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Und ach so, die Sonnenblende geht dann ungefähr bis hier, ne? Ja, bis hier so, schon tief. Muss mal gucken. Sind die letzten Messen noch nicht gelesen. Vielleicht nehme ich die ja als Form und baue mir eine andere. Geht ja auch, ne? So, es soll so aufhören, wie es angefangen hat. Allerdings halt eine Woche später. Ich sitze jetzt in einem anderen Mazda, auch ein CX-60, aber mit der Hakumu-Ausstattung oder was das ist, so Takimi, keine Ahnung. Auf jeden Fall die höchste Ausstattungsstufe mit hellem Leder, was ich mir jetzt nicht unbedingt kaufen würde. Wir wissen alle, wie der Alltag ist. Da ist nicht immer alles vorbildlich und super sauber. Ne? Und gerade wenn du auch Kinder hast oder so, dann lieber was Dunkles. Ansonsten, ach Gott, ärgert man sich einfach nur jeden Tag aufs Neue. Ansonsten ist das schön hell. Aber ich würde auch mal abwarten, wie sich das, wie das aussieht, wenn du hier 3 Jahre das Auto hattest. Ich bin so typischer Jeansträger. Wie es dann aussieht. Na, meistens nicht so toll.
aber vielleicht hat sich da auch was getan und ihr könnt mir da auch Neuigkeiten erzählen. Heute sind die Jumbos angekommen. Bin total happy, sehen super aus, also heller Jumbos. Und die sollen dann die Originalscheinwerfer, Fernscheinwerfer auf dem Dach oben, diese vier Stück, ersetzen. Das sind noch so Gelblichtscheinwerfer, schöne Strahler. Und das mit moderner Technik und auch so ein Stand-LED-Licht drin. Sieht bestimmt ganz schick aus. Mir haben sie am besten gefallen, weil da soll es jetzt auf ein paar Euro hin und her nicht drauf ankommen. Aber ich finde, sie greifen die Originaloptik mit am besten auf. Und deswegen habe ich mich für die entschieden. Ich habe das auch bei Go & Style direkt gemacht und hat sie mir danach schicken lassen. Die sind dann sehr, sehr schnell heute angekommen. Also Daumen hoch. Läuft super bei den Jungs. Aha. Und aber das machen wir, wie gesagt, am Extra-Video. Heute werde ich nochmal zur MAN fahren. Ich habe für die Sonnenblende neue Stoffbuchsen und Schrauben bestellt, die ich auch schwarz pulvern lassen werde, damit die sich optimal mit einfügen dann in die Sonnenblende. Weil das ist ja durchgestochen bei den ganz neuen Zugmaschinen, Scania und so weiter und DAF. Da siehst du das ja nicht mehr, das ist ja dann versteckt, also sehr, sehr schick gemacht dort. Das ist jetzt hier bei mir noch nicht der Fall. Muss halt das Beste draus machen. Und weil ich will dann auch mal mit den Stoffbuchsen auch gleich mal an der Sonnenblende schauen, wie das alles passt bei mir in der Werkstatt. Und dann will ich noch, ja, dann geht das Auto wieder weg und dann will ich noch schnell zum Lackierer, mit dem mal besprechen, so einen Lackierauftrag, Zeitfenster und so weiter. Ja, ansonsten letzte Worte zu dem Auto, also das ist jetzt der in Anführungsstrichen große Motor mit 200 und glaube ich 50 PS. Ist ein bisschen, also der ist ein bisschen quirliger. Merkt man ihm auch an, ne? Also wirkt weniger bemüht, tut der 200 PS jetzt auch nicht, aber im direkten Vergleich. Und was ich sagen muss, das Fahrwerk war bei den heckgetriebenen 200 PS Motor beziehungsweise 200 PS Auto ein bisschen trampelig, fand ich, wobei ich dann natürlich vom Luftfahrwerk kommt, bist du halt Luftfahrwerk dann gewöhnt, auch noch von Mercedes. Die können das ganz gut. Und das ist jetzt der Allradgetriebene hier. Ich muss sagen, das Fahrwerk fühlt sich satter an, nicht so holperig, nicht so trampelig und ist ganz angenehm sportlich straff abgestimmt. Also fällt mir gut. Schönes Auto. Okay, ich würde sagen, Däumchen wären Träumchen, abonnieren kostet nichts und hilft dem Kanal enorm weiter, wenn er das macht. Und ansonsten bis zum nächsten Mal, euer Tom. Ciao.